Zurück aus L.A. Endlich gibt's die Game News wieder hier aus meinem kleinen, bescheidenen Wohnzimmer. Also mal keine Sonne im Hintergrund und keine YouTuber, die mir ständig durchs Bild springen. Fabian Siegesmunds nackten Oberkörper werdet ihr hier also in einer Weile erstmal nicht mehr sehen. Denn wenn er nackt vorbeikommt, dann möchte ich nicht, dass ihr das seht. Die erste News ist eine, die letzte Woche für Riesenaufruhr gesorgt hat. Denn nachdem ich letzte Woche erst über Sexismus in Videospielen gesprochen habe, gab es diese Woche eine riesige Debatte um die Themen Sexismus bzw. Gleichberechtigung. Die International Esport Federation veranstaltet jedes Jahr die World Championship, also eine große Weltmeisterschaft, für die man sich auf vielen kleinen Turnieren qualifizieren muss. Wie zum Beispiel auf Turnieren in Finnland oder verschiedenen anderen Turnieren. Das Problem dabei ist aber, dass die International Esport Federation teilt bzw. trennt. Es gibt männliche Turniere und es gibt weibliche Turniere. Dieses Jahr ist es zum Beispiel so, dass die Männer sich in Dota 2, Ultra Street Fighter 4, in StarCraft 2 und in Hearthstone messen können. Die Frauen allerdings dürfen dies nur in StarCraft 2 und Tekken Tag Tournament 2. Das heißt also, es gibt nicht nur getrennte Turniere, sondern sie dürfen auch nicht alle Spiele spielen, die zum Beispiel die Männer zocken können. Was daran liegt, dass Frauen kein Hearthstone können oder Dota 2? Die Erklärung dafür ist genauso hanebüchen wie die Tatsache selbst, denn auf Nachfrage teilte die IESF mit, dass sie das ja genauso handhaben würden, wie man es im richtigen Sport macht. Auch da gibt es ja getrennte Turniere für Frauen und für Männer. Eins der Probleme ist, dass die ganzen kleinen Turniere, auf denen man sich qualifizieren muss, wie zum Beispiel in Finnland, dann eben auch diese Regeln annektiert haben und getrennte Turniere veranstalten. Auf Twitter und auf allen möglichen sonstigen Plattformen, bei Reddit und so, gab es jede Menge Shitstorm. Die Leute haben sich völlig zu Recht beschwert und die IESF ist dann zurückgerudert, hat gesagt, okay, dann werden wir die Regeln jetzt lockern und es wird auch Turniere geben, wo Frauen gegen Männer antreten können. Allerdings gibt es immer noch dieses getrennte Frauenturnier, damit die Frauen auch gegeneinander spielen können. Die Gleichberechtigkeitsproblematik bleibt also, die IESF zieht ihren Kopf nur so halbwegs aus der Schlinge. Ich finde das ganze Thema mega fragwürdig, weil ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann, warum Männer und Frauen im E-Sport nicht zusammenspielen dürfen. Es gibt ja durchaus Beispiele dafür, dass das geht. Und auch im richtigen Sport ist es ja nicht immer so, dass getrennt wird. Allerdings kann man schon sagen, dass es da in einigen Bereichen eine Männerdomäne gibt, bei der Formel 1 zum Beispiel. Ich hatte die Tage eine Statistik gesehen, dass es tatsächlich nur 2 Frauen gab, die in den höheren Regionen mitgefahren sind, also in der Formel 1. Ich finde es schade, dass das jetzt sich auch aufs Spielen bzw. auf den E-Sport ausweiten soll. Gerade Mädels haben da ja immer wieder auch mit vielen Problemen zu kämpfen. Maxi wird da sicherlich ein Lied von singen können, wenn man da online spielt. Bei Modern Warfare wird man eher angegraben als ernst genommen. Habt ihr, also wenn es Mädels unter euch gibt, habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Also werdet ihr tatsächlich diskriminiert? Merkt ihr das auch unter den Spielern? Oder gibt es vielleicht sogar E-Sportlerinnen unter euch, die sagen, dass sie das tatsächlich auch mitbekommen haben? Und auch von den Jungs hätte ich gerne die Meinung, die glaubt ihr, dass es notwendig ist, zu trennen? Handelt die International Esport Federation da richtig? Oder sind es Spinner, so wie ich finde? Erinnert ihr euch noch an dieses Spiel hier? Cube World war letztes Jahr das Spiel, was uns alle richtig mächtig verarscht hat. Denn der Entwickler, der angeblich eine Ein-Mann-Armee ist, hat damals den Alpha-Test gestartet, in dem man sich für 10 Euro einkaufen konnte. Das Spiel war damals ein Mega-Hype. Alle haben es gespielt, alle haben darüber berichtet und es sollte angeblich der nächste große Hit nach Minecraft werden. Denn die Grafik erinnerte an den Satzbaukasten, aber die spielerischen Elemente, die glichen eher einem MMO. Das heißt, es gab Rollenspielelemente, es sollte große Bosse geben und Dungeons etc. pp. Das große Problem von Cube World war, dass es in dieser Alpha-Version sich nie weiterentwickelt hat. Über ein Jahr hat sich der Entwickler jetzt nicht mehr zu Wort gemeldet bzw. hat keine Patches mehr nachgeliefert. Es gab hier und da mal eine Meldung, dass immer noch am Spiel gearbeitet wird. Das heißt, Lebenszeichen gab es zwar schon, aber keine Entwicklung. Die Fans waren zu Recht erbost. Auch ich, der tatsächlich damals Geld hingelegt hat, habe mir gedacht, warum veröffentlicht man ein Spiel und fährt dann erstmal gefühlt in den Urlaub.
Und das ist wahrscheinlich auch gewesen, was der Typ getan hat. Mit eurem Geld ist er in den Urlaub gefahren, ist jetzt zurück und denkt sich, wo fahren wir als nächstes hin? Ich brauche wieder was. Denn diese Woche gab es ein neues Lebenszeichen in Form eines großen Patches, der demnächst jetzt aufgespielt werden soll. Der kümmert sich um das Quest-System. Das war im ersten Part eher so mittelmäßig implementiert, soll jetzt erweitert und ausgebaut werden und angeblich sehr viel dynamischer werden und auf Hilfssysteme verzichten. Es wird also keine Pfeile oder so geben, man muss sich die Spielwelt tatsächlich merken. Das klingt in einem Spiel wie Cube World, wo alles sehr, sehr ähnlich aussieht, extrem anstrengend, aber eben auch ambitioniert. Mein Problem mit Cube World ist nur, ich kann diesem Spiel nicht so wirklich vertrauen, denn das Content-Update ist nicht nur viel zu spät jetzt gekommen, sondern bietet mir auch viel zu wenig. Die Kommentare unter dem Preview-Video sind wirklich, halten sich die Waage zwischen oh, endlich gibt's mal wieder was, finde ich geil und was soll der Scheiß, warum habt ihr uns so lange verarscht? Habt ihr Cube World auch gespielt? Findet ihr, das ist jetzt reichlich, was die da nachpatchen oder denkt ihr euch so, nee, also jetzt habe ich ihm einmal eine Chance gegeben, ein zweites Mal falle ich auf diesen Trick sicherlich nicht herein. Bin mal gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt. In ein paar Wochen wissen wir wahrscheinlich mehr oder dann halt wieder mal ein Jahr gar nichts. Ich wünsche dem Entwickler auf jeden Fall viel Spaß in seinem nächsten Urlaub. Und dann war da noch die Meldung von dem Typen, der viel zu viel Geld hatte und damit Twitch-Spieler beschenkt hat. Denn wenn ihr die folgende Nachricht hört, werdet ihr euch auch denken, ich brauche dringend einen Twitch-Account. Dort gibt es schon seit längerem die Meldung, dass ein unbekannter Spender regelmäßig Beiträge spendet. Denn Twitch hat ja dieses Prinzip, dass man sich durch Werbung oder durch Spenden als Twitch-Streamer ordentlich was dazu verdienen kann. Beziehungsweise ordentlich ist in dem Fall übertrieben, denn die wenigsten Twitcher können tatsächlich von ihrem Hobby leben. Nur einige wenige, die so um die 10.000 Follower am Tag haben und auch wirklich viel streamen, haben die Möglichkeit, sich ihren Unterhalt davon zu verdienen. Seit einem Jahr gibt es aber nun die Berichte, dass irgendein Typ umhergeht und kleinere Beträge spendet im Bereich von 1.000 bis ungefähr 5.000 Dollar, was ja auch schon echt eine dicker Batzen ist. Und dann gibt es Streamer, wie zum Beispiel, und jetzt muss ich den Namen ablesen, weil ich die mir nicht merken kann. Da habe ich mir nur die Nachnamen aufgeschrieben. Das ist natürlich doof. Wie komme ich da jetzt raus? Zwei Twitcher haben unter anderem gemeldet, dass sie von dem Typen namens Amhai Spenden in Höhe von um die 10.000 Dollar bekommen haben. Insgesamt soll sich das bei einem sogar auf rund 50.000 Dollar belaufen haben. Und die Twitcherin Lea May hat sogar auf einen Schlag von ihm 22.000 Dollar bekommen. Um Amhai, so der Name von dem Typen, ranken sich jede Menge Gerüchte. Es gibt das Gerücht, er sei möglicherweise ein Ölbaron oder ein Scheich oder was auch immer. Einer der Twitcher hat mit ihm auch Kontakt aufgenommen und tatsächlich mit ihm angefreundet und sagt, das ist einfach nur ein verdammt reicher Typ, der sich darüber freut, andere Leute zu beschenken und die Reaktion zu beobachten. In den Momenten, wo die Spende dann tatsächlich bei den Twitchern live eintrifft und die sich dann freuen, das sei für Amhai also eine Bezahlung für sein Geld. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das verstörend finden soll, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Typ sich nur daran erfreut, andere zu beschenken. Aber gibt es ja dann auch wieder, was ich dann wieder toll fände, wenn jemand einfach nur Gutes tun will. Ich muss jetzt, wie gesagt, meinen eigenen Twitch-Account machen. Amhai, falls du das hier siehst, so 20.000, 30.000 Dollar könnte ich schon gebrauchen. Das war's mit den Game News hier aus Berlin. Nächste Woche gibt es zu den Game News eine kleine Ankündigung. Nichts Schlimmes, keine Sorge, das Ding geht weiter. Allerdings stellt euch doch darauf schon mal ein, dass es hier und da ein paar Veränderungen geben wird. Ich sage jetzt Tschüss, werde den Sommer noch ein bisschen genießen und ich hoffe, ihr tut das auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.